Blumen. Was für Blumen darf es sein? Wir nehmen uns schon. Aber meine Herren, das können Sie doch nicht machen. Sagen Sie, was Sie wollen. Ich werde Sie bedienen. Das geht auch so. Das können Sie doch nicht machen. Ich werden Sie bezahlen. Ich muss doch die Blumen zählen, ich kann Ihnen doch sogar keinen Preis sagen. Was war denn das? Du hast es doch gehört. Eine Glasscheibe. Ich weiß schon, wer das ist. Du willst doch nicht hinausgehen. Soll ich die Polizei anrufen? Nein, nein. Wollen Sie bitte mit reinkommen? Bitte. Georg Trotha. Dr. Trotha. Ja. Wissen Sie, wie alt er war? Ich glaube 55. 56, laut Pass. Aha. Was war er vom Beruf? Privatgelehrter. Er war Dr. Phil. War er verheiratet? Er war Witwe. Frau Trotha ist seit 10 Jahren tot. Und hat er sonstige Angehörige? Ja, ein Sohn, Peter, der studiert in Marburg. Haben Sie ihn schon verständigt? Ja, ich habe angerufen, aber er war nicht da. Ich habe mit seiner Wirtin gesprochen und sie hat gesagt, er sei nach München gefahren. Ach, hat er einen Wagen? Ja. Und wann soll er weggefahren sein? Heute Mittag. Nur, dann müsste er doch schon längst hier sein. Es ist nicht sicher,
dass er gleich nach Hause kommt. Aha. Robert? Ja. Stell mir das mal an, bitte. Mhm. Diese Musik hat er sich angehört? Ja. Stundenlang. Und immer sehr laut. Wer sind Sie denn? Das ist mein Vater. Man hat ihn erschossen. Wieso? Wir fangen gerade erst an. Wer spielt denn diese Musik hier? Stundenlang hat er diese Musik gespielt? Aus welchem Grunde? Ich weiß es nicht. Der Plattenspieler sieht ziemlich neu aus, ne? Ja, er hat ihn sich gekauft, um sich diese Platten vorspielen zu können. Da liegen noch mehr. Alle von derselben Band, Chef. Seit wann spielt er sich diese Musik vor? Seit 14 Tagen. Und hat er sich vorher nie interessiert für Musik? Nicht für solche Musik. Harry soll mal herkommen. Hm. Chef? Meinen Vater erschossen? Ja. Hier im Haus? Nein. Im Garten. Er hat sich mit gerade noch ins Haus schleppen können. Wer war es? Das wissen wir noch nicht. Jemand hat einen Stein durchs Fenster geworfen und daraufhin ist ihr Vater hinausgegangen. Hinausgegangen? Ja, und aus einem Gebüsch wurden drei Schüsse auf ihn abgefeuert. Wann war das? Um 8:30. So ein Mord hat natürlich eine Vorgeschichte. Kennen Sie eine solche Geschichte, die zu dem Mord hätte führen können? Nein. Was studieren Sie? Philosophie, Germanistik. Und warum nicht in München? Ich habe hier studiert. Wann sind Sie weggegangen? Vor 10 Tagen. Mitten im Semester? Ja. Kennen Sie die Joker 5? Ich kann nicht mehr. Ich muss mich hinlegen. Ja, legen Sie sich hin. Frau Thälmann. Das nicht mitgenommen nach Marburg. Warum? Ich dachte, vielleicht kommt er mal rein hier, ins Zimmer. Und so unvermutet. Macht die Tür auf und dann sieht sie ihn an. Ist er hier drin gewesen? Jeden Tag.
Jeden Tag? Hat dann er die Platten gekauft? Ja. Warum? Ich weiß es nicht. Aber er hat sie doch abgehört. Jeden Tag. Ja, warum? Kannst du mir sagen, warum? Nein. Die kenne ich. Die sind zurzeit in München. Ah, und wo? Im Hot Club. Oh, wie spät denn das? 12 Uhr. Kann man dann noch hingehen? Ja, sicher. Na gut, komm. Hat er sich hingelegt? Ja. Lassen Sie ihn schlafen. Ich will ihn nicht wecken. Gefällt Ihnen das Mädchen? Ja. Ist ein sehr hübsches Bild. Von einem sehr hübschen Mädchen. Hier hingehängt, weil es drückt so viel aus. Was würden Sie sagen, was es ausdrückt? Lebensfreude. Ja. Ja, das stimmt. Das Plakat habe ich übrigens gestohlen. Ich habe einen Schaukasten aufgebrochen. Ich stand davor und hatte das Gefühl, das musst du haben. Wer ist das Mädchen? Das ist Jenny. Ach, die Sängerin, die sich ihr Vater immer wieder angehört hat. Ja. Er hat sich auch manchmal das Bild angesehen. Das weiß ich. Vielleicht hat das Bild angefangen, zu ihm zu sprechen. Zu mir hat es gleich gesprochen. Zu ihm später. Frau Tellmann, ich hätte mir schreiben sollen, dein Vater geht ab und zu in dein Zimmer, steht stundenlang vor dem Bild. Es wäre für mich wichtig gewesen, das zu wissen. Warum sind Sie gekommen? Ich wollte das Bild abholen. Was für Leute? Polizei. Sieht man doch sofort. Ich spiel mal was für Sie. Klar. Wo Sie doch extra für uns gekommen sind. Gefällt Ihnen das nicht? Doch. Wollen Sie sagen, Sie verstehen was davon? Ja, von Musik weniger, aber von dem, was sie ausdrückt. Er meint, wir drücken was aus. Was hältst du davon? Was wollen Sie von uns? Dr. Trotha ist tot. Dr. Trotha? Unmöglich. Dieser Mann ist unsterblich. Trotzdem wurde er ermordet. Sie kannten ihn also? Ja. Das heißt, wir kennen seinen Sohn.
Peter Trotta. Der ist jeden Abend hier. Seit 14 Tagen nicht mehr. Ja, das stimmt. Seit 14 Tagen ist er verschwunden. Wo ist Jeannie? In ihrer Garderobe. Ja, wo ist sie? Sag sie nicht. Warum nicht? Sonst jemand was dagegen? Hör auf, Jim! Auf! Bitte? Sie ist tot? Vor 3 Wochen. Er soll sich das nicht ansehen. Was hat er damit zu tun? Schon gut. Wollen Sie sie mal hören? Sie gestorben. Ich muss was trinken. Sie hat eine Abtreibung nicht überstanden. Halt doch den Mund! Lass doch. Sie hat Fieber gekriegt. Da haben wir erst gemerkt, was los ist. Wir haben sie ins Krankenhaus gebracht. Aber war zu spät. Sie wollten uns nicht mal zu ihr lassen. Sie nicht lesen. Warum dürfen wir nicht zu ihr? Sie stirbt. Wollen Sie sie nicht in Frieden sterben lassen? In Frieden sterben lassen? Sie ist allein. Wie kann sie in Frieden sterben, wenn sie allein ist? Lassen Sie uns rein. Jetzt habe ich natürlich eine Frage. Wer war der Vater? Peter Trotta. Wer? Wissen Sie, eines Nachts, wir waren gerade hier fertig. Da ging ich auf den Gang hinaus. Ich denke, ich sehe nicht richtig. Interessieren Sie sich dafür? Hey, kommt doch mal her, seht euch das mal an! Jeannie, komm mal her!
Und ich habe die beiden auch noch miteinander bekannt gemacht. Was hat Dr. Troth da mit der Sache zu tun? Jemand muss doch seinen Abtreiber bezahlen. Sein Mann will doch Geld sehen. Bar auf dem Küchentisch sozusagen. Was? Sie können jetzt nicht gehen. Es handelt sich um den Mord an Dr. Troth. Also wir werden jeden Einzelnen von Ihnen vernehmen müssen. Ach so, eine Nacht wird das. Na, warum nicht? Sie wissen, wo Dr. Troth wohnt? Ja, wir wissen, wo er wohnt. Wir kennen das Haus. Wo waren Sie heute Abend? Heute Abend? Genauer gesagt, heute Abend um 20:30. Tja, wo waren wir heute Abend um 20:30? Haben Sie keine Uhr? Eine Uhr? Sehen Sie mich an. Sehen Sie irgendwo eine Uhr an mir? Ich weiß nie, wie spät es ist. Wenn es hell ist, ist es Tag. Wenn es dunkel ist, ist es Nacht. Jetzt ist es dunkel, folglich Nacht. Wir haben einen Keller gemietet in einem Haus. Da üben wir. Und da waren wir heute um 20:30. Ein Keller? Was wollen Sie? Wir sind zu laut für andere Leute. Wir wohnen irgendwo und wir essen irgendwo. Aber das Wichtigste ist der Platz, wo wir spielen können. Üben. Und dort waren Sie heute Abend um 20:30? Ja. Wer war da? Wir alle. Haben Sie einen Zeugen? Zeugen? Wir alle sind Zeugen. Ach, einer zeugt für den anderen, wie? Ja. Andere Zeugen haben Sie nicht. Der Mann ist doch vollkommen gleichgültig. Wer? Ein solcher Mann ist tot und gleich kommen vier Polizisten an. Und als Jeannie gestorben war, hat sich kein Mensch um sie gekümmert. Niemand. Ich will nicht lügen. Wir waren alle da. Alle fünf. Verzeihen Sie bitte. Sind Sie Verwandte von Agnes Müller? Agnes wer? Sie meint Jeannie. Nein, wir sind nicht verwandt. Die Verwandten müssten benachrichtigt werden. Sie hat keinen. Sie wissen nicht, ob sie welche hat. Sie hat mit uns gelebt. Wo ist sie? Angehörige Agnes Müller. Ich wurde verständigt, dass Sie eine Beerdigung durchzuführen wünschen. Ich bin doch richtig. Ja, Sie sind richtig. Weil ich wurde angerufen. Ja, in Ordnung, Mann. Schießen Sie los. Mein herzliches Beileid zunächst zu dem schweren Verlust, der Sie getroffen hat. Bitte wollen wir uns nicht setzen. Bitte, meine Herren, an wen richte ich mich? Ich meine, wer von Ihnen ist zuständig? Ja, sagen Sie, was getan werden muss. Es ist nämlich unsere erste Beerdigung. Wissen Sie? Ach so. Ich werde alles für Sie erledigen. Wir beerdigen schon seit 1876. Wir sind ein eingeführtes Unternehmen. Wünschen Sie eine Aufbahrung? Aufbahrung? Ja, ich meine, soll die Tote vorher noch gesehen werden? Gesehen werden? Von wem gesehen werden? Manche Angehörige wollen den Freunden des Toten Gelegenheit geben, Abschied zu nehmen. Indem Sie ihn ausstellen? Nein, nicht nötig. Wir garantieren völlig natürliches Aussehen. Es wird aussehen, als schliefe die Tote. Wir konnten ihm nicht mehr zuhören. Wir sind einfach weggegangen. Glauben Sie, dass einer von uns Dr. Troth umgebracht hat? Wir stellen Ermittlungen an, weiter nichts.
Kennen Sie Mörder? Wissen Sie, wie Mörder aussehen? Sagen wir so, ich kenne Mörder. Wie sie aussehen. Man sieht es niemandem an. Nein. Das beruhigt mich. Obwohl ich immer glaube, man müsste es ihnen ansehen, was sie getan haben. Wenn man nur genug von Gesichtern versteht. Sie verstehen nicht genug davon. Es ist sehr schwer. Sehen Sie mich an. Mein Gesicht. Sehen Sie da nichts? Ich sehe nur, dass Sie ziemlich fertig sind. Kein Mord in meinem Gesicht? Ich sagte, es ist sehr schwer. Ich bin noch an dem Tag zu Dr. Trotter gefahren. Ich hatte vor, den Mann umzubringen. Der Mord, das wusste ich, würde mir nicht die geringsten Schwierigkeiten bereiten. Wo ist er? Wer? Dr. Trotter. Ja, was wollen Sie denn? Georg, aufpassen! Aufpassen, Georg! Aufpassen! Ach, du bist's. Bin gerade zurückgekommen. Vor einer Minute bin ich angekommen. Wie geht's, Ginny? Was ist los? Ist was mit Ginny? Ja, es ist was mit Ginny. Ginny lebt nicht mehr. Was sagst du? Aber das ist doch... Na, wieso denn? Ginny ist doch nicht tot. Das ist doch ausgeschlossen. Ein Unfall. Ja, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Wie würden Sie das nennen, Dr. Trotter? Kann man Unfall sagen? Da müssen Sie schon was zum Besten geben, Dr. Trotter! Sie haben sie doch hingeschickt zu dem Abtreiber. Sie haben doch gesagt, lassen Sie sich das bloß so schnell wie möglich wegmachen. Ich bezahle alles. So bekommen wir alle keinen Ärger. Sie nicht, ich nicht und mein Sohn nicht. Was? Hast du davon nichts gewusst? Erzähl mir doch nicht, dass du davon nichts gewusst hast. Vor einer halben Stunde ist ich gestorben. Und der Peter Trotter wusste nichts? Er sagte, es sei eine Sache gewesen, die sein Vater allein unternommen habe. Er sagte, er selbst habe Ginny heiraten wollen. Er sagte, er habe sich so auf das Kind gefreut. Ich habe Dr. Trotter nichts getan. Aber trotzdem ist der Einer getötet worden. Sein Sohn. Walter, wir sehen uns bei den Keller an. Was wollen Sie denn da? Die Alibis überprüfen, die Sie sich selber gegeben haben. Diesen Keller haben Sie gemietet, ja? Ja. Wir drehen voll auf, wissen Sie? Ist das Haus unbewohnt? Das soll abgerissen werden. Ideal für uns. Aber es gibt keinen Hausmeister hier. Nein. Auch keine Nachbarn. Das sehen Sie doch. Es geht um Ihr Alibi. Sie sagen, Sie sind um 8:30 hier gewesen. Wer kann das bezeugen? Wir bezeugen das. Sind wir denn der letzte Dreck? Nein, aber wir hätten gern einen ganz neutralen Zeugen. Einen ganz neutralen Zeugen. Nur Gott ist unser Zeuge. Für wie neutral halten Sie den? Sieht so aus, als hätte uns niemand gesehen um 8:30. Aber... wir waren hier. Hände auf! Walter, hol bitte Frau Thälmann her. Es ist 2:30. Ja, glaubst du, die Frau schläft jetzt? Das Mädchen hier dort? Was wollen Sie denn hören? Ich möchte ganz gerne Ihre Stimme noch einmal hören. Oh.
Seit wann seid ihr denn zusammen, ihr fünf? Seit 2 Jahren. Woher kennt ihr euch? Von der Musikhochschule. Wie kam denn Genie zu euch? Genie? Genie habe ich auf dem Bahnhof gefunden. Sie konnte ihren Koffer nicht tragen. Sie war nicht sehr kräftig. Hey, Sie! Können Sie mir nicht helfen? Hallo, Gitarre! Können Sie mir nicht helfen? Ich? Ja. Was soll ich Ihnen denn helfen? Den Koffer tragen. Welchen Koffer? Da, den kleinen. Diesen Koffer? Ja, sehen Sie sonst wo noch einen? Wie wär's denn mit einem Träger? Glauben Sie denn, ich habe Geld für einen Träger? Was haben Sie denn drin? Alteisen? Alles, was ich besitze. Ach, lieber Himmel. Wo wollen Sie denn hin damit? Keine Ahnung, machen Sie mir mal einen Vorschlag. Was? Ich bin nach München gekommen, weil ich Geld verdienen will, irgendwie. Wo soll ich das Ding denn hintragen? Das müssen Sie doch wissen, ich bin hier fremd. Ah. Wie heißt du eigentlich? Agnes. Agnes Müller. Kann man nichts machen. Ja. Also Agnes Müller. Dass sie will irgendwie Geld verdienen in München. Ja, das wollen viele. Was hast du mir eigentlich vorgestellt? Putzfrau. Sauber machen. Kellnerin, irgend sowas. Kannst du singen? Singen? Ich singe jeden Tag, aber ich kann nicht singen. Warum fragst du, ob die singen kann? Ja, wir könnten ein Mädchen brauchen, das singen kann. Aber sie hat doch gesagt, sie kann nicht singen. Das geht überhaupt keinem Menschen, der nicht singen kann. Eine gute Idee. Ja, die singt mit bei uns. Ja, schau doch, wie sie aussieht. Ja, die kriegen wir soweit. Na ja, los, gib mal was von dir. Sing mal los. Dass jeder sagte, wer so lachen kann, der kann auch singen. Wer hat denn den Namen Genie aufgebracht? Ich. Haben Sie sie geliebt? Ich habe mich immer für sie verantwortlich gefühlt. Und geliebt haben Sie sie nicht? Wir haben sie alle geliebt. Und dann kam Peter Trotha. Und begann ein Verhältnis mit ihr. Ja. Wie hat denn Dr. Trotha erfahren, dass Genie das Kind erwartet? Sein Sohn hat es ihm gesagt. Er sagte, sie bekommt ein Kind, ich will sie heiraten. Und Peter Trotha wollte das Kind? Ja, er wollte es. Wir alle wollten es. Wir sagten, in Ordnung, Genie, bring den Balg auf die Welt. In Ordnung, keine Angst. Wir alle wollten es, wissen Sie? Nur der Alte. Der hat ihr die Adresse gegeben. Da ist sie dann hingegangen. 3 Tage später war sie tot. Sie sagen, Sie haben sich für Genie verantwortlich gefühlt. Ja. Haben Sie Dr. Trotha umgebracht? Ja. Mindestens 10-mal jede Nacht. Ja, und dann sind wir zu einem Pfarrer gegangen und haben gesagt, wir haben jemanden zu beerdigen. Können Sie das machen? Wen wollen Sie beerdigen, fragte der Mann. Wir sagten, ein Mädchen. Ein Mädchen. Zeigen Sie mir noch mal Ihre Unterlagen. Was war denn das Mädchen? Katholisch? Evangelisch? Ja, was sie war? Ich weiß nicht, wisst ihr? Haben Sie denn keinen Totenschein? Ja, da steht's nicht drauf. Warum sind Sie denn ausgerechnet zu mir gekommen? Ja, weil hier eine Kirche steht. Aber ich kann doch nicht irgendjemand x-beliebigen beerdigen, von dem ich nicht einmal weiß, welcher Kirche er angehört hat. Was war denn das für ein Mädchen?
War sie gläubig? Die war vollkommen in Ordnung, wenn Sie das meinen. Ginny war in Ordnung. Wissen Sie? Ja, was meinen Sie mit gläubig? Sie glaubt an das Leben, wenn Sie das verstehen. Also lassen wir das mit dem Pfarrer, das ist nicht so wichtig. Kommen wir zu Dr. Trotha. Nein, nein, Robert, für mich ist das wichtig. Sie haben sie beerdigt? Ja. Ja, wir haben sie beerdigt. Wo war Peter Trotha? War er nicht dabei? Doch. Er war auf dem Friedhof. Er war mit auf der Beerdigung? Er stand etwas weiter weg. Tiger, lass ihn. Lass mich hin, Tiger. Lass mich hin. Hau ab. Du hast ja nichts verloren. Los. Verschwinde. Lass den Mann in Ruhe. Lass ihn. Lass ihn doch in Ruhe. Sie waren geschiedene Leute, Dr. Trotha und sein Sohn. Und Peter Trotha hatte keine Ahnung, was sein Vater in der Zwischenzeit führt. Sieht so aus. Wie war denn die Beziehung zwischen Genie und Peter Trotha? Verrückt. Sie waren beide bis zum Hals in ihrer Geschichte drin. Beide. Herr Chef, ich finde, Peter Trotha sollte uns mal sagen, seit wann er heute Abend in München ist. Und wo er war, zu der Zeit, als sein Vater erschossen wurde. Unsinn, wer bringt seinen Vater nicht um? Wo ist denn Peter Trotha, Walter? Wieso hätte ich den auch mitbringen sollen? Das wäre vielleicht ganz gut gewesen. Was denn, glaubst du vielleicht, dass der? Ach, Quatsch. Was würden Sie dazu sagen, Frau Thälmann? Nein. Nein, das ist völlig unmöglich. Ich bin jetzt seit 10 Jahren in dem Haus. Da war der Peter noch ein Kind. Ich meine, ich kenne den Jungen ganz genau. Ganz genau? Daran haben Sie doch längst gezweifelt, dass Sie den Jungen ganz genau kennen. Sie kennen ihn nicht. Und insgeheim halten Sie alles für möglich, oder nicht? Chef, soll ich ihn holen? Ich wette meinen Kopf, dass der Junge... Da würde ich aber doch ein bisschen höher spielen. Aber hol ihn. Wo ist er denn, Walter? Er steht vor dem Plakat, starrt es an und spielt die Musik. Er wirkt tatsächlich ein bisschen wie... Ich hol ihn. Seit 10 Jahren sind Sie bei Dr. Trotha? Ja. Na, da kennen Sie ihn ja sehr gut. Man könnte also sagen, Sie gehörten zur Familie. Ja.
Da kommt also eines Tages der junge Peter Trotha und sagt, ich kenne da ein Mädchen, das möchte ich heiraten. So ungefähr, nicht? Ja, so ungefähr. Und was tat sein Vater? War er dagegen? Aber der Junge studiert doch noch. Entsetzt war er. Er sagte, was können wir da machen? Zu wem sagt er das? Zu mir. Er kam zu mir und sagte, Inge, der Junge, Frau Thälmann, der Junge ist wahnsinnig geworden. Was kann man denn da machen? Der Mann war völlig außer sich. Ja, es gibt doch Schlimmeres, oder? Ja, wenn der eigene Sohn sich unglücklich machen will? Ja, wieso denn unglücklich? Der Sohn von Dr. Trotha holt ein Mädchen von der Straße. Oh, Ginny. Das konnte er doch nicht zulassen. Dr. Trotha doch nicht. Nein, Dr. Trotha natürlich nicht. Wissen Sie, was der Mann für einen Namen hatte? Aber das müssen Sie doch verstehen, was das für ihn bedeutete. Er war völlig verzweifelt. Und er kam zu mir und sagte, ich kann mit dem Jungen nicht reden. Ich kann einfach mit dem Jungen nicht reden. Ich sagte, dann sprich doch mit dem Mädchen. Und er sagte, Frau Thälmann, Sie wissen ja nicht, sie kriegt ein Kind. Und ich sagte, ja, was sagten Sie? Weil das so wichtig nahm. Ich sagte, es doch nicht so wichtig. Oh, Ginny. Wieso nicht wichtig? Wieso sagt sie, das sei nicht wichtig? Tiger, lass doch. Ja, ich verstehe auch nicht, Frau Thälmann. Na, kommen Sie raus damit. Wieso war das auf einmal nicht wichtig? Weil er mich fragte. Und völlig durcheinander war ich. Ich sagte, das Kind muss sie doch nicht kriegen. Und da hatte Dr. Trotha plötzlich eine Adresse. Von Ihnen? Sie machen eine Aussage vor der Polizei. Woher hatte Dr. Trotha die Adresse? Von Ihnen? Ja, ja. Weil er danach fragt. Und er war völlig verzweifelt. Der arme Mann. Woher wussten Sie denn, wer sowas macht? Muss ich darauf antworten? Ja, Sie müssen, Frau Thälmann. Ich habe das mal gehört, da hat mal jemand gesagt, der und der macht das. Weil er mich fragte, habe ich ihm das gesagt. Wie ist denn die Adresse? Warum wollen Sie die denn die haben? Die Adresse. Weiger heißt er. Lehndorfer 12. Hol ihn her. Wie hat Dr. Trotha Ginny dazu gebracht, von der Adresse Gebrauch zu machen? Ich weiß es nicht. Frau Thälmann, Sie wissen es ganz genau. Er hat ihr wohl gesagt, dass aus der Sache nichts werden kann. Dass unter gar keinen Umständen etwas daraus werden kann. Er hat ihr das wohl richtig erklärt. Das ist nicht alles. Er hat seinen Sohn weggeschickt. Warum? Damit er ihm nicht dazwischen kam. Was hat Dr. Trotha gesagt? Er hat gesagt, auch Peter wollte das Kind nicht. Sonst hätte sie es doch nie gemacht. Oh, Ginny. Und der Peter Trotha? Der kam doch zurück, der hat doch alles erfahren. Wie verhielt er sich? Er sagte keinen Ton. Keinen Ton? Na, hören Sie mal zu, Frau Thälmann. Keinen Ton. Das war ja das Entsetzliche. Keinen Ton. Er spielte nur die Musik. Und ließ sie singen. Unentwegt. Du lebst in deiner Welt, in deiner weißen Welt, in deiner so weißen Welt. Highlight of my dream, highlight for my new world, is your bright world. Hör auf, Peter! Hör doch auf, geh ab! Stell die Musik ab! Hörst du? Du sollst sie abstellen! Hör auf damit! Peter, mach die Tür auf! Etwas geht rein! Tagelang ging das so. Und der Junge aß nichts. Und dann kam er plötzlich raus aus seinem Zimmer
hat den Koffer gepackt und sagte, ich gehe nach Marburg. Wenn ich hier bleibe, dann... Was dann? Er sagte, ich glaube, ich werde auf irgendeine Weise wahnsinnig. Sollen wir den Jungen nicht doch mal herholen, Chef? Harry ist schon da. Herr Trotha? Herr Trotha! Ich konnte ihn nirgends finden. Und alle Türen sind offen, alle Lichter brennen, aber er ist nicht da. Haben Sie keine Ahnung, wo er sein könnte? Er hat mich heute Abend nach der Adresse gefragt, ob ich sie wüsste. Da hatte ich plötzlich Angst vor ihm. Und haben Sie es ihm gesagt? Ja, weil ich plötzlich Angst hatte. Welche Adresse ist es denn? Robert ist schon da. Ich hätte gern Herrn Beiger gesprochen. Ich weiß, wie spät es ist. Kommen Sie rein. Danke. Er ist nicht da. Was wollen Sie von ihm? Ja, wieso ist er nicht da? Wir haben 4 Uhr morgens. Er wurde angerufen. Von wem? Von irgendjemand. Ich weiß es nicht. Wer sind Sie, seine Frau? Ja. Ich bin seine Frau. Und wann war der Anruf? Vor einer Stunde. Also um 3 Uhr nachts. Hatten Sie schon geschlafen? Ja. Kommt das öfter vor, dass Ihr Mann nachts angerufen wird? Manchmal. Ihr Mann hat Ihnen nicht gesagt, wohin er gegangen ist? Nein. Frau Beiger, eine Frage. Ist Ihr Mann vorbestraft? Warum wollen Sie das wissen? Morgen früher fahre ich sowieso, also ist er vorbestraft. Ja. Paragraph 218. Ja. Wann erwarten Sie Ihren Mann zurück? Jeden Augenblick. Gut. Dann sagen Sie ihm... Sagen Sie ihm nichts. Nicht da, Chef. Wieso nicht da? Nein, seine Frau war da. Sie sagte, ihr Mann sei gegen 3 Uhr nachts angerufen worden. Sie hat natürlich gelogen. Sie sagte, sie wisse nicht von wem und sie wisse auch nicht, wohin er gegangen sei. Ich hatte den Eindruck, dieser Mann hat die Wohnung Hals über Kopf verlassen. Geflüchtet? Ja, ich glaube ja. Die Frau machte einen ganz verstörten Eindruck. Und noch etwas, Chef. Beiger ist vorbestraft. 218. Haben Sie die Adresse gewusst? Haben Sie gewusst, wer Ginny behandelt hat? Nein. Niemand hat es gewusst? Nein. Also nur Dr. Trotha hat es gewusst und Frau Thälmann natürlich. Und noch einer. Peter Trotha. Denn er hat jetzt erst erfahren, wer Ginny zu Tode gepfuscht hat. Also kam der Anruf von ihm. Und dann ist er wahrscheinlich hin zu dem Mann und hat... Wie war die Adresse? Nee, Nummer 12? Ja. Danke.
Wer sind Sie? Sind Sie Beiger? Was wollen Sie? Bringt ihn rauf. Von mir. Ist das Ihr Messer? Ja, das ist sein Messer. Plötzlich stand er hinter mir. Das Messer hatte er in seiner Hand. Helene. Helene. Bist du deswegen runtergegangen? Ja, der hat mich doch angerufen. Was soll ich denn tun, wenn mich jemand anruft? Nachts. Und sagt, ich komm her, ich bring dich um. Herr Beiger, Sie haben vor 14 Tagen an einem jungen Mädchen eine Abtreibung vorgenommen. Geben Sie es zu. Ich gebe nichts zu. Ich gebe gar nichts zu. Erich. Wir geben nichts zu. Überhaupt nichts. Ich kann nicht mehr, Erich. Helene. Begreifst du denn nicht? Also, Sie haben vor 14 Tagen ein... Sie wissen, dass das Mädchen gestorben ist. Sie sind vorbestraft, Herr Beiger. Ja. Sie haben schon einmal eine Abtreibung vorgenommen, die zum Tode geführt hat. Na? Der Mensch ist getreten, Sie! Ja, ich habe im Gefängnis gesessen, deswegen. 2 Jahre. 2 Jahre bloß? Der Rest Ihrer Strafe wurde Ihnen auf Bewährung erlassen. Ja. Auf Bewährung also. Das bedeutet, dass Sie wieder sofort hinein müssen ins Gefängnis, wenn Sie gegen die Bedingung dieser Bewährung verstoßen. Wer wusste, dass dieser Mann Jeannie behandelt hat? Niemand außer Dr. Trotha. Und Dr. Trotha hatte einen Grund zu schweigen. Denn er hatte ja geholfen, einen jungen Menschen zu töten. Er verlor seinen Sohn und seine Selbstachtung. Das ist ihm in 14 schrecklichen Tagen klar geworden. Herr Kommissar, glauben Sie das? Glauben Sie das wirklich? Ja, das glaube ich. Bleiben Sie draußen. Nein, nein. Lass Sie ja reinkommen. Also bitte. In diesen 14 Tagen ist sich Dr. Trotha klar geworden, was er Schreckliches angerichtet hat. Und er beschloss, so zu handeln, dass er sich nicht weiter verachten musste. Was meinen Sie? Er ist hingegangen zu Beiger und hat ihm gesagt, wir müssen die Sache melden. Mit diesen Worten oder so ähnlich, aber das wird uns Herr Beiger besser sagen können. Nichts, ich werde gar nichts sagen. Gut, dann werde ich Ihre Frau fragen. Sie werden sie nicht fragen. Helene, du antwortest nicht. Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Dr. Trotha kam zu ihrem Mann und sagte, wir müssen es melden, wir müssen alles sagen, was passiert ist. Daraufhin hat ihr Mann Dr. Trotha gestern Abend erschossen. Herr Kommissar, ich... Helene. Er wollte nicht ins Gefängnis, unter gar keinen Umständen. Lieber beging er einen Mord. Gene.